Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Heute zum Thema, wovon lebt der Uwe eigentlich in Thailand? Immer wieder kommt doch die Frage in den Kommentaren, wovon der Uwe eigentlich lebt. Ja, und ist mit 53 ist er ausgewandert und macht sich da in Thailand einen schönen Tag da. Ne? So, ja geil, will ich auch haben. Aber ihr braucht das Geld dazu. Ich habe es immer wieder auch schon gesagt in meinen anderen Videos. Ihr braucht das Geld dazu. Ne? Also ich selber, ich lebe von meiner Abfindung und von dem Ersparten, was wir uns dann da angearbeitet haben noch. Das reicht uns bis zur Rente. So, jetzt wird einer denken, oh, ne? Wie viel Geld wird das denn sein? Ne? Also, ich habe in meinem Teil 6 von meiner Serie, habe ich da schon drüber gesprochen, wie viel Geld wir hier brauchen. Das hat sich auch jetzt nicht geändert. Wir kommen immer noch mit den 30.000 Baht im Monat aus. Ne? So, mal mehr, mal weniger, aber im Schnitt so kannst du sagen mit 30.000 Baht, was wir haben. Das sind also die ganz normalen monatlichen Kosten, was du hast mit Essen, Trinken, Hundefutter, Benzin, Wasser, Strom, Telefon. Das ganz normale Leben, was du hast dann da. Ne? 30.000 Baht. Habe ich schon genau aufgelistet in meinem Teil 6. Könnt ihr euch dann nochmal anschauen, um die genaue Auflistung zu geben. Will ich jetzt nochmal nicht wiederholen. So, also, ihr müsst euch das dann ausrechnen, ob ihr mit dem Geld auskommt. Das kann natürlich auch bei einem oder anderen wieder unterschiedlich sein. Wir leben ja hier im Isan. Ich habe mein Haus hier, ich habe meine Farm hier. Und Haus ist bezahlt, wir brauchen keine Miete zahlen oder so. Und davon können wir also mit den 30.000 gut auskommen. Wenn du natürlich in Pattaya, in Bangkok lebst und dort in Versuchung gerätst, ne, hast du natürlich dann viel mehr Kosten auszugeben. Wenn du jeden Tag da ausgehst, wenn du jeden Tag fortgehst, wenn du es richtig krachen lässt dann da mit den Mädels, ne, saufen und so, brauchst du natürlich mehr. Also du musst jetzt nicht von den 30.000 ausgeben, was wir hier ausgeben, wenn du in der Stadt wohnst. Dann wird es bestimmt wieder wesentlich teurer. Also im Isan kommen wir mit dem Geld, mit den 30.000 aus. Jetzt musst du dir ausrechnen, okay, du bist jetzt 55, du bist jetzt 60. Und ab wann du deine Rente kriegst, mir reicht es jetzt, wenn ich mit 63 in Rente gehe, mit Abzüge, komme ich mit dem Geld gut aus. Ich habe 32 Jahre lang beim Daimler habe ich gearbeitet. Ich kriege also meine staatliche Rente, ich bekomme meine Daimler-Rente und davon kann ich dann auch in Zukunft gut leben. Rechnet euch das vorher aus. Lasst euch das ausrechnen. Beim Rentenamt, was ihr, wenn ihr zu dem Zeitpunkt, wo ihr dann kündigt oder Abfindung nehmt oder sonst irgendwie, was ihr dann später für Rente bekommt. So, natürlich weiß man ja noch gar nicht, ob überhaupt in 8 Jahren jetzt, ob ich da überhaupt noch eine Rente kriege dann da, ne? 7 Jahre sind es jetzt. Was sich alles da noch ändert, weiß man ja auch nicht. Ne? Also, Risiko ist immer jetzt dabei. Aber ich denke nicht, dass irgendjemand da an die Rente dran gehen wird. Das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. So, das sind jetzt also meine Kalkulationen. Und die geht also weiterhin auf. Es hat sich jetzt nichts geändert. Natürlich müsst ihr auch noch jetzt bedenken, Extras. Die 30.000 sind natürlich jetzt diese monatlichen Kosten. Wenn du jetzt irgendwelche Extras noch hast, die ich dann auch hätte, wie zum Beispiel jetzt hier mit dem Sichtschutz da, was wir da jetzt gemacht haben. Mauer, ganz aktuell hier, ne? Mauerdammbruch, ne? Ist klar. Waren auch Kosten. Ja, nicht so viel, ne? Aber trotzdem, es sind solche Sachen, die dann auch natürlich kommen. Die berühmte Waschmaschine, die da mal ausfällt, ne? Fernseher, alles das, was sonst auch noch mal kommen kann dann da, ne? Hast du mal irgendwie einen Sturmschaden oder so, ne, musst du es auch selber reparieren. Weil eine Hausversicherung in dem Sinne, wie du es in Deutschland hast, so eine Vollkaskoversicherung, Hausversicherung, ist in Thailand auch
sehr schwierig, sowas zu finden. Also ich habe auch noch keine abgeschlossen. Ich habe noch nichts Richtiges da jetzt gefunden, was dann wirklich dem einen wirklich Schaden dann, das dann auch bezahlt hat dann. Ja gut, also damit musst du das auch noch als Hinterhand haben. Ist klar, du musst dann noch ein bisschen Reserve haben, weil sowas natürlich auch vorkommen wird. Hundertprozentig. Also jetzt nicht so knapp rechnen, sagen, ah, hier 30.000 hat der Uwe da jetzt gesagt, ne? Damit komme ich aus. Rechne damit, es kommt auch noch Unerwartetes natürlich kommt dazu, was du auch noch dann mit einplanen musst dann, ne? Oder muss man nach Deutschland zurückfliegen? Na, jetzt in Corona-Zeiten vielleicht ein bisschen schwierig noch, ne? Oder gerade noch interessanter, weil du musst ja dann wieder Quarantänehotel noch zahlen, du musst ja Flug zahlen, kommt dann noch dazu, wenn du mal unerwartet nach Deutschland zurückfliegen musst, ne? So, also halt auch noch Reserve auf jeden Fall auch noch dabei dann, ne? Also das muss dann auch schon dabei sein, ne? So, jetzt geht's weiter von wegen mit Geld verdienen in Thailand. Ist das möglich? Ja, es ist sogar legal möglich in Thailand Geld zu verdienen. Die erste Möglichkeit wäre, jemand stellt dich ein. Dann kannst du in Thailand legal arbeiten, wenn du die Qualifikation auch dazu hast dann da. Und dann kannst du in Thailand also wirklich dann legal Geld verdienen. Die zweite Möglichkeit ist, wenn du eine Firma aufmachst, du machst eine Firma auf, musst du aber dann drei Leute einstellen, Thais, und 50% gehört dir und 50% gehört einem Thai. Auch nicht so prickelnd, ne? So. Dann gibt es noch eine andere Möglichkeit. Deine Frau, deine Thai-Frau, macht die Firma auf. Dann ist es so, dass die Thai-Frau 51% hält von der Firma und du 49%. Dann darfst du auch dann arbeiten, darfst dann auch mit einem Visa B und mit Arbeitsgenehmigung dann hier einreisen und dann kannst du hier auch eine Firma dann. Oder deine Frau vielmehr, ne, dass sie dann die Firma aufmacht, dann kannst du hier auch dann legal arbeiten. Versucht um Himmels Willen nicht hier irgendwie schwarz zu arbeiten. Sei es jetzt, du bist jetzt Elektriker, du bist ein guter jetzt Elektriker, du würdest hier bestimmt gut Aufträge haben da, ne? Aber irgendwann kommst du an einem Falschen und der scheißt dich an. So, und dann hast du Schwarzarbeit in Thailand und da verstehen die überhaupt gar keinen Spaß dann da, weil du darfst mit deinem normalen Visa darfst du nicht arbeiten. Punkt. So, und wenn du jetzt dann da arbeitest, hast du eine Straftat gemacht und die weisen dich aus und du bekommst Thailandverbot. Du bekommst dann halt je nach, ne, ein Jahr, 2 Jahre, 5 Jahre Thailandverbot, keine Ahnung. Ne? Also da verstehen die wirklich keinen Spaß damit dann da. Ne? Mach es auf keinen Fall, ne? Auch sonst. Macht keine krummen Dinger hier. Macht wirklich keine krummen Dinger hier, sei es irgendwie mit Drogen hier oder mit Prostitution oder irgendwie sowas. Lasst die Finger davon. Ihr kommt wirklich in den Knast rein. Ne? Und da hilft euch keiner mehr. Es hilft euch keiner mehr. Da hilft auch keine deutsche Botschaft mehr. Wenn ihr so einen Scheiß macht, ihr sitzt da im Knast und der Thai-Knast, also der ist jetzt bestimmt kein Zuckerschlecken. Ne? Nicht so wie in Deutschland da hotelmäßig dann da. Also in Thailand ist es wesentlich härter dann, ne? Finger davon lassen. So, was haben wir noch? Farm. Ja, vielleicht denkt einer, ja, hier, Uwe hat ja Farm da, ne? Der bringt sicherlich Geld ein. Auch nicht. Farm bringt auch kein Geld ein. Habe ich bei meinem Teil 6 auch schon jetzt gesagt. Hobbymäßig, okay. Selbstversorger. Okay, wir haben genug Mangos hier, wir haben Papaya hier, Ananas hier haben wir jetzt ja auch dann da, Maracuja, Gemüse, Kräuter, es ist alles da. Also von daher Bananen satt, wir füttern auch die Hunde damit mit Bananen. Das ist das okay. Fische auch, kannst Fische fangen hier, alles okay. Aber verkaufen, es bringt nichts. Es bringt nichts. Letztes Jahr hatten wir für die Mangos in der Hauptsaison ein Baht bekommen für die Mangos. Ein Baht pro Kilo. Ein Baht pro Kilo. Ne, also brauchst nicht verkaufen. Papaya auch so. Was bringt es hier? Mensch, du 5 Baht ein Kilo oder so. Ne? Je nach Reifegrad, ne, jetzt dann da.
Also ist alles ein bisschen äußerst wenig. Ne? Also leben kannst du davon nicht. Wir haben hier knappe 10 Reih. Glaub nicht, dass man davon leben kann. Ausgeschlossen. Ne? Leben in dem Sinne, du kannst essen davon. Ja, du kannst essen. Aber verkaufen, es bringt dir kein Geld ein. Ne? So. Nächstes dann, ich mache einen YouTube-Kanal auf. Macht der Uwe, geht's doch auch. Ja klar, super. Was geht, wenn ihr einen YouTube-Kanal noch aufmachen wollt? Titten und Ärsche geht immer. Wenn ihr da Soy Six langlauft, da Walking Street langlauft, da Kamera auf die Titten drauf, da, ey, das passt, das läuft. So, da kann man vielleicht noch ein paar Mark 50 damit verdienen. Ne? Wenn ihr aber so wie ich jetzt hier im hintersten Isan wohnt, ist nichts mit Titten und Ärsche da, hier ne? So aus dann da. Vielleicht mal jetzt den Hund, so. Aber sonst hast du hier nur deine Farm, das ganz normale Leben. Und damit Geld zu verdienen, kann ich dir auch sagen, ist auch ausgeschlossen. Was an Geld reinkommt, ist für Porn noch ein kleines Taschengeld. Aber Leben? Nein, auch nicht. Es ist auch nur Hobby, was ich hier jetzt mache mit dem YouTube-Kanal. Davon kannst du nicht leben. Vielleicht später, irgendwann, vielleicht wenn du da hier 100.000 Abonnenten hast dann da und du hast deinen Tittenkanal, geil, ne? Ja super, das läuft dann, das läuft. Es gibt YouTuber, die haben so einen jetzt Kanal dann da, weißt du, die gehen dann da hier Walking Street und Soy Six und Bangkok und wo sie alle gut sind dann da. Der macht bestimmt seine paar Mark damit dann da, ne? So. Aber willst du jetzt als Neuer da wieder reinkommen? Es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht. Ne? Also, ich sage auch ausgeschlossen, wenn du deine Geschäftsidee das sein soll, dass du nach Thailand kommst und machst hier einen YouTube-Kanal, wirst du auch scheitern. Funktioniert nicht. Du kommst mit dem Geld niemals aus. Niemals aus dann da. Ne? Also nochmal, wenn ihr auf der sicheren Seite bleiben wollt, kommt mit genug Geld nach Thailand, dass ihr von dem Geld leben könnt. Alles andere ist wirklich ein Risiko und dann könnt ihr ganz schnell auf die Schnauze fahren. Wenn ihr euch Geld hier in Thailand noch dazu verdienen müsst, ist es sehr, sehr hart und sehr, sehr, sehr schwer. Weil Thailand schenkt dir hier nichts, es gibt keinerlei Unterstützung. Der Staat gibt dir keine Hilfe, es gibt vom Thailand nichts. Nicht so wie in Deutschland, da gehst du hin zum Sozialamt da und ja, hier, ich brauche Hilfe. Nein, hier gibt es gar nichts. Ne? Also, kommt mit dem Geld, was ihr bis zur Rente braucht, rechnet euch das aus, was ihr braucht, ungefähr. Plus natürlich Notreserve, was immer wieder kommt. Ihr werdet Reparaturen haben, natürlich habt ihr Reparaturen. Wie gesagt, hier, es geht was kaputt und das kommt. Es kommt einfach. Es ist das normale Leben, das was kommt. Das müsst ihr auch noch dazu haben dann da. Ne? So. Und dann, wie gesagt, rechnet das dann aus, ob es passt. Und natürlich reicht euch später dann die Rente. Ganz wichtig. Nicht, dass ihr dann hier mit 40 auswandert. Ja, klar, super, okay und so, alles klar. Und dann habt ihr später überhaupt nur eine ganz kleine Rente und dann kommt ihr in Thailand auch nicht mehr mit aus. Dann müsst ihr dann, wenn ihr Rentner seid, zurück irgendwo nach Deutschland. Das ist, glaube ich, auch nicht so die Lebensplanung. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ne? Also, ich hoffe, ich habe euch jetzt hier mal ein paar kleine Tipps gegeben da, ne? Und mal was zum Nachdenken. Es wird bestimmt auch nicht für jeden funktionieren. Ne? Also das Auswandern in Deutschland, aus Deutschland raus, ich denke, viele wollen jetzt raus. Ich denke schon. Viele haben Schnauze voll. Kann ich verstehen. Ich auch. Ne? Damals ja schon. Ne? So. Aber überlegt euch das. Bitte vorher überlegt euch das und rechnet wirklich aus. Kommt ihr aus mit dem Geld dann da? Ne? Jeder ist anders da. Und ob alle so bescheiden sind, so wie wir, ne? Mit den 30.000 Watt. Ihr müsst auch das Leben so dann akzeptieren, wie das dann ist, ohne groß irgendwie, ne, Party, Luxus und so.
dann kommt ihr nicht aus mit den 30.000 Watt. Ne? Also, das war's für heute. Immer dran denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Abo beim Uwe immer kostenlos und tschüssle.